Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge unseres Die Sims 3 Let's Plays hier im winterlichen Twinbrook mit der 100 Baby Challenge, wo Alice gerade ihren Freund, ihren festen Freund begrüßt. Eigentlich sind alle beschäftigt, die mittleren Zwillinge lernen Charisma, hier wird noch trainiert von Polly und Bridget, die bringen George und Freya, nee, Freya kann schon, George und Emma das Laufen bei und Alice, wollen wir jetzt mal ein bisschen beobachten. Wollt ihr ihn nicht nach drinnen einladen? Gut, wir können auch hier, Hans küssen möchtest du, wie wäre es erstmal mit ein bisschen Händchen halten? Ein koketter Witz und dann vielleicht küssen? Damit man nicht gleich mit der Zunge in den Mund fällt. Was möchtest du jetzt mit Hans rumschmusen? Von mir aus auch das, wenn das verfügbar ist. Hier Kompliment über Aussehen geht aber auch auf jeden Fall. Ah, rumschmusen geht gar nicht. Ach, jetzt hab's weggeklickt, ohne zu lesen. Ich habe nur geguckt, ob irgendwas Wichtiges ist und tut mir leid, aber ja, ich und Romantik. Nee, Baby machen wollen wir nicht. Ich bin halt am Überlegen, ob ich es zementiere, ob ich sie jetzt auch verlobe schon. Sie altert in 3 Tagen, ist also jetzt 16,5. Hier, verliebt um, streicheln geht doch auf jeden Fall, genau. Celine hat Charisma gelernt und möchte eine fantastische Unterhalterin werden. Dann müssen wir mal kurz gucken, was Celine so macht und wo die steckt. Celine ist hier hinten. Celine geht es halbwegs gut. Duschen brauchst du noch nicht ganz. Du hast wieder das Problem, diesmal ist es das, dann hat ja auch geholfen, als wir es letzte Folge neu gekauft haben, dann machen wir das jetzt auch nochmal. Das sind eigentlich Kosten, die man vermeiden möchte, gerade in so einem LP, wo man halt finanziell doch stärker eingeschränkt ist. So, mit dir. Du hast jetzt dein Charisma. Deine Logik ist echt gut. Malerei hast du ein bisschen. George ist nicht verfügbar. Am Chemielabortisch möchtest du auch nicht arbeiten. Deine Schwester ist bald verfügbar. Was möchte die denn machen? Eigentlich nichts. Aber du möchtest ein Spiel gegen Diane gewinnen? Dann fang schon mal an, Schach zu üben. Und dann gucken wir doch hier mal wieder zu. Das ist ja doch eigentlich das Interessanteste gerade. Hält sie für verführerisch. Da geht rumschmusen jetzt. Hätten wir auch absolut unwiderstehlich. Jetzt muss es doch gehen hier. Dann flüstern wir die irgendwie noch ins Ohr, ob wir uns nicht verloben wollen. Ah, Natskawiza. We've not you. Warg. Da ist Diane soweit. Sorry, aber
Es muss einfach weitergehen. Diane, du kannst Schach mit deiner Schwester spielen. Und dann. Augustina. Gina? Toglitzdino! Diane hat hat George das Laufen beigebracht. Die war eigentlich überhaupt nicht dran beteiligt, aber es waren alle beteiligt. Sagen wir es doch mal so. Oh, Marcy. Oh, Tobi Und er hat angenommen. Hurra! Herzlichen Glückwunsch, Alice und Hans sind nun verlobt. Sie können auf einer Hochzeitsparty heiraten oder eine Hochzeit im kleinen Kreis feiern, wenn ihnen das lieber ist. Ach ja, ist das nicht prima? So, das heißt, Polly hat nichts zu tun. Nur mal kurz die Wünsche checken hier. Kissenschlacht mit Hans brauchen wir nicht. Obwohl, würde zwei Wünsche aufhaben. Kannst du ein Blockpad? Das können wir auch später. Das können wir auch später. Hier Hans heiraten, das können wir uns vornehmen. Und was wir jetzt machen, ist die Zementierung der Verlobung. Von Mutti hat sie gelernt, dass es auch ohne Gummis geht, also risikoreich mit Hans, bitte. Opana So, die Mutti ist fertig. Mala. So, dann kannst du George da absetzen. Ich würde sagen, dann wirfst du Freya noch mal kurz in die Luft, damit sich der Wunsch erfüllt und dann kannst du deine Tochter beim Training von Emma ablösen, damit die machen kann, was sie möchte. So, da geht's los. Du kannst dann Freya da absetzen. Du kannst schon aufhören, das Laufen beizubringen. Möchte sich eigentlich mit Nigel treffen. Achso, ich hab ihr Outfit angepasst. Unserer kleinen Rebellin. Ich habe ihr eine andere Strumpfhose verpasst. Mit Totenköpfen. Ja, sie ist nicht wirklich rebellisch aber ich sag's jetzt schon an. Wenn wir das fünfte Merkmal wählen können und es nicht rebellisch ist, das mache ich auf jeden Fall. Da setze ich rebellisch drauf an. Die geht's ansonsten eigentlich recht gut. Wie sieht's mit den Fähigkeiten aus bei dir? Ist eigentlich okay. Dann kannst du dich auch mit Nigel treffen irgendwo. Wo gehen wir denn hin? Ins Schwimmbad, zum Nacktbaden. Sie hat den Wunsch nicht, also nein. Gelegenheiten hat sie auch keine. Wir könnten noch mal
das rote Rendezvous gehen, wo sie ihm den Heiratsantrag gemacht hat. Oder ins Fitnesscenter. Stimmt, wir haben noch keinen Sim, der irgendwie das Bedürfnis hatte, in irgendeiner Art und Weise Athletik zu lernen hier jetzt, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen in das rote Rendezvous. Aber nicht mit Hans, mit Nigel. Einladen nach. Ziel wählen. Ja, ist genehmigt. Hört sich gut an. Da wird geschnackselt. Nee, du brauchst George nicht hochnehmen. Du kannst Emma in die Luft werfen einmal. Damit erfüllen sich zwei Wünsche. Und ihr dann noch das Laufen beibringen. Den Kiddies geht's soweit noch gut. Aber auch hier hat es wieder das Problem gelöst, ne? Das ist halt tatsächlich dann wohl die Ursache dafür gewesen. Zieh dich mal an, Hans. Geht ja gar nicht da, wie du rumrennst. Auch wenn da kein Schniepel zu sehen ist. Sie wünscht sich, Hans zu heiraten. Nee, hier keine Teenager heiraten. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Kannst noch ein bisschen. Kannst ja mal nachher. Kennen wir seine sexuelle Neigung schon? Indirekt schon, ne? Mach ihm nochmal ein Kompliment über sein Aussehen. Jetzt, wo du ihn nackt gesehen hast, kannst du das ja besser beurteilen. Nochmal Händchen halten. Flirten. Alles auf Toilette. Super, Balzi. Ja, ist einfach praktisch. Weil da gleich die Dusche ist. Da kann man noch vielleicht nochmal. Was haben wir jetzt alles schon? Flirten, Händchen halten. Hier, dann streiche ich ihm nochmal die Wange. Umarm ihn verliebt und dann kannst du ihn auch noch mal küssen. Dann hast du ein bisschen Beschäftigung. Wie geht's euch beiden? Euch geht's gut. Euch müssten wir mal demnächst anfangen. Aber die Dusche ist besetzt da. Du bist noch auf dem Weg. Da haben sich Wünsche erfüllt. Ich würde sagen, bei Celine, ne? Möchte jetzt 10 Spiele gewinnen. Bei dir würde ich gerne wissen, ob du, wie gut du kochen kannst. Und ob ihr sowas wie Geschick schon gelernt habt. Ihr könnt da auch sitzen bleiben, beide. Was haben wir denn da? Brillanz raus. Wieso ist das hier? Das muss doch eigentlich nach ganz oben, alphabetisch gesehen. Du kannst auf jeden Fall kochen, da bin ich mir sicher. Wir hatten das Logikbuch. Du kannst dir mal das Geschickbuch nehmen, gucken, ob du mit Bauklötzen gespielt hast. Und wer hat das Logikbuch gerade? Mutti.
weil Mutti Logik noch nicht auf 3 hat. Ja, Mutti. Für Mutti ist das alles unlogisch. Insbesondere die Tatsache, dass sie ständig schwanger wird, wenn sie Männer belohnen möchte. So, aber... Oh, du hättest gar nicht aufstehen müssen. Das tut mir leid. Du kannst kochen lesen. Du kannst das da lesen. So, Diane hat nämlich kochen gelernt. Level 2 sogar. Bridget ist angekommen. Ist okay. Geschick hast du wohl nicht gelernt. Dann bitte mal kurz aufhören hier. Und packt bitte eure Bücher weg. Dann werden die Bücher getauscht. Du gibst das an Celine und Celine gibt Geschick an dich. Celine kochen lesen und du Geschick bitte. Hier sind alle beschäftigt, gleichbeschäftigungslos schon fast. Im Bistro essen. Sag mal, du lebst in der Welt der Poffs. Kannst du mir noch mal was ins Ohr flüstern? Was flüstern wir ihm ins Ohr? Magst du ihn vielleicht fragen, ob er noch mal schafft? Aber sicher doch. Und danach beenden wir dann die Verabredung. Der muss ja nicht mitessen hier. Niemand mag Mitesser. So, du bist da. Dann gucken wir mal. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, dass hier der Tisch hier... Bunny Neugier sieht ja auch sehr interessant aus. Ist wahrscheinlich genau dein Kaliber. Haben wir denn noch irgendwas, was man machen kann? Unten sind ja nur die Toiletten. Gibt es hier irgendwie eine Dartscheibe oder sowas? Achso, du bist ja die Technikfeindin. Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dass es hier keine Dartscheibe oder sowas gibt. Man könnte hier oben ja noch ein bisschen was... Da muss ich mich mal irgendwann nachts drum kümmern, dass ich hier oben noch mehr Aktivitäten möglich mache. Aber ich sehe jetzt hier nichts. Was man sonst noch machen könnte. Warum ist denn mit Nigel Treffenwunsch nicht erfüllt? Sie hat sich doch mit... Das Ach, hier, komm. Kompliment übers Aussehen, Händchen halten, einen koketten Witz machen, bisschen flirten und ihn küssen. So, dann hast du Beschäftigung. Und wir können gucken, wie es hier weitergeht. Celine kann auch kochen, das ist schön. Alice bräuchte weitere Freunde und mehr Charisma. Oh, sogar kochen Level 2, wenn ich das richtig gesehen habe. Celine, hätte ich nicht gedacht, dass du so viel gekocht hast. Bei Diane war ich mir relativ sicher. Möchte jetzt ein neues Rezept lernen. Das ist okay. Du möchtest auch ein neues Rezept lernen. Für Level 2 haben wir da was im Regal? Chili geht doch auf jeden Fall. Das ist Level 2, da bin ich mir sicher.
Dann fang du damit mal an. Trophäe für den besten Balletttänzer. Danke für die 100. Du warst wohl nicht beim Ballett. Ich dachte, ihr hättet alles zusammen gemacht. Hab ich mich wohl getäuscht? Alice hat bereits eine Gruppe zusammengetrommelt. Wer in der Kindheit viel mit der Steckbox spielt, wird als Erwachsener logisch denken können. Wo ist denn Nummer 3 eigentlich? Ach, der spielt da. Er möchte mich bald wiedersehen. Habt ihr nicht noch mal getechtelmechtelt? Nee. Skandal. So, jetzt kannst du aber bestimmt die Kunst des Küssen. Kannst du einen neuen Blogbeitrag schreiben? Du bist auch noch dabei. Du hast das Rezept gelernt, dir damit einen Wunsch erfüllt. Das heißt, du kannst das Rezept jetzt rübergeben an deine Schwester. Hans küssen, na, der geht gerade. Das mit dem Treffen haut ja eh nie hin. Dann. Liest du jetzt Chili? Damit müsste das Geschickbuch wieder frei sein. Nee, du hast das Kochenbuch. Dann kannst du da Geschick weiterlesen. Auf einem Teich mit Nigel. Hierhin gehen mit Nigel Good. Man könnte hier auf dem Teich noch Schlittschuh laufen. Bei dir brummt die Po-Falte. Nee, wir kommen nicht, Marcel. Danke für die Erinnerung. Deine letzte Party war so schlecht, dass mir heute noch schlecht wird. Du möchtest ein Buch über Charisma lesen? Das wird nicht passieren. Hans heiraten, alle Sachen, die nicht passieren werden. Du hast auf jeden Fall keinen Hygienebedarf mehr. Du warst ja unter der Dusche, hust, hust. Die Post ist erledigt. Eigentlich kannst du machen, was du möchtest. Mit einem von den Kiddies möchtest du nichts machen. Wie wär's, wenn du dich ein bisschen vor den Fernseher setzt, damit du für deinen Hans dann später toll kochen kannst? Denn ich glaube, der wird das nicht gelernt haben. Müssen halt da gucken, wann Bridget aufkreuzt. Celine hat gelernt, wie man Chili zubereitet. Celine schicke ich jetzt aber zum Duschen. So, das Rezept können wir dann gleich wieder wegpacken. Das Kochbuch können wir auch wegpacken. Und du kannst auch das Logikbuch mal zurückpacken. Nicht, dass ich das nochmal vermisse irgendwann. So, du bist da.
Warten wir kurz ab. Pollipuff hat Emma das Laufen beigebracht. Genau so ist es. Emma hat soeben das Laufen gelernt. Der kleine Racker kann die Welt nun aus einer völlig neuen Perspektive betrachten. So, hier Schlittschuhlaufen. Und dann bitten mitzumachen. Keine Ahnung, wo der jetzt hingehen will. Wo ist Polly hin? Du kannst nicht mit der Konsole spielen, weil da ferngeschaut wird. Du wolltest aber sowieso Kochkanal einschalten. Dann setz dich dazu. Und dann müssen wir hier eigentlich auch langsam anfangen. Da müsste es losgehen mit Töpfchen gehen. George kann sein Töpfchen wieder benutzen. Hier, Freya. Obwohl, die spielt gerade schön. Dann machen wir erstmal Emma. Töpfchen benutzen. Celine ist fertig. Kannst da auch noch. Oh, du müsstest eigentlich auch ein Nickerchen machen, ne? Du bist echt so am Ende. Stimmt, du hattest... Das war ja das Problem, dass ich vergessen hatte, sie vom Chemielabortisch wegzuholen und sie sehr spät ins Bett gekommen ist. Mein Versagen. Fangen wir jetzt an zu essen. Eigentlich müssen erst die Kinder noch versorgt werden. Hat irgendjemand überhaupt was gekocht? Wäre die nächste Frage. Topf Surprise, wir haben Zuckerkeks. Das ist ja eher Frühstück hier alles. Möchtest du kochen, Celine? Herbstsalat geht halbwegs schnell. Komm. Ich erwarte nicht, dass die Qualität besonders ist, wenn du kochst. Bridget, hast du dir deinen Wunsch jetzt eigentlich erfüllt mit ihm zusammen? Wo ist er denn? Nee, lass mal kurz da... Komm mal her. Haut's jetzt hin? Ja. Dann könnt ihr noch ein bisschen Schlittschuh laufen. So, Freya, wie weit bist du? Sieht man leider nicht. Aber als nächstes muss dann Emma aufs Töpfchen. Du hast geschickt gelernt. Das ist super. Celine, ruf doch mal bitte alle zum Essen. Du hörst auf. Du hörst automatisch auf. Du hörst auf. Und wer fehlt? Du hörst auf. Qualität? Normal. Naja, ist dann halt so. Hm.
Das Kuchenwettessen war aber Donnerstag, glaube ich, Nigel. Oder waren wir danach nochmal? Du siehst auf jeden Fall noch ziemlich verdreckt aus. Warst du nicht duschen, sag mal? Was machst du denn da schon wieder? Celine, du kannst mal anfangen mit... Brauchst auch nicht aufräumen, auf dem Boden zu füttern. Da ist ein Töpfchen übergelaufen, da haben wir wohl irgendeins nicht geleert. Boden füttern. So, und dann müssen wir natürlich auch mit Duschen loslegen und dergleichen. Diane, geh du mal oben. Was? Machst du da? Fütter doch die andere Tochter einfach. Ein bisschen musst du noch durchhalten, Juteste. Denn dich um 20 Uhr ins Bett zu schicken, das wäre ja... Also hier gehen wir jetzt wirklich auf. Bis zum Ende ausreizen. Was machst du? Du musst nur auf Toilette. Dann tu das. Rest ist erstmal beschäftigt. Hey Alice, du musst vor deiner Hochzeit einen Junggesellenabschied geben. Nö. Du räumst auf, das finde ich super von dir. Oder auch nicht. Dann stell doch mal die Reste vom Herbstsalat weg, bitte. Mutti, du brauchst nicht hoch fernsehen, denn hier ist definitiv was zu erledigen. Leeren, leeren, Pfütze aufwischen. Nee, andere Reihenfolge. Erst die Pfütze wegmachen. Mit Nigel treffen. Ja. Also wenn wir uns nicht mit ihm getroffen haben, dann weiß ich nicht, was wir sonst getan haben. Du kannst schon mal... Oh, bist du fertig mit Duschen? Ja, dann komm mal raus. Dann kannst du da benutzen. Bei dir ist alles okay soweit. Die Kiddies werden langsam müde, aber das kann Polly erledigen. Dann setzt du dich noch ein bisschen vor den Fernseher, wo du Fanservice, wo du dich auch noch hinhängen kannst. Und dann, ihr Lieben, geht's aber erst beim nächsten Mal weiter hier. Das fängt schon wieder an wie mit den Honks. Obwohl, hier ist nicht so viel Chaos, finde ich.
Ja, geht beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit am Start, was mich sehr freuen würde. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.